Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn jetzt mal ein Pufferjacken kommen, mal eine Weste. Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute an einem spannenden Tag. Es ist bei mir gerade 14.48 Uhr, ein paar Stunden sind es noch. Heute, auch für euch, heute um 19 Uhr ist der finale Drop von MEM. Ich glaube, es wurde alles gesagt. Gibt es hier auf memvienna.com dann die Möglichkeit, um 19 Uhr zu bestellen. Und auf memvienna auf Instagram seht ihr nochmal die letzten Posts. Gerade dieses Reel, da seht ihr nochmal jeden einzelnen Fit. In der Story ist auch nochmal die Pricelist und die Sizing-Tabelle. Das heißt, alle Größen, welche Jeans brauche ich, welche Shirt brauche ich, in welcher Größe, seht ihr da anhand nochmal der Tabelle, die wir für euch angefertigt haben. Genau zu diesem Tag habe ich mir gedacht, wäre es doch passend, wenn wir uns den Brandcheck von Willi und Vincent ansehen. Diesmal, was ich gehört habe, nur mit Vincent, das heißt die ganz kritischen Vibes. Bin gespannt, der Titel ist schon mal sehr, sehr wild. Also im Thumbnail steht, MEM Vienna wird gefickt. Also mal schauen, ob er da die Marke auseinandernimmt, was er dazu sagt. Ist es diesmal was geworden? Fragezeichen. Mit einem Herz dazu. Also ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich habe noch nicht reingesehen. Wir schauen rein. Let's go. Meine lieben Freunde, der heute mit Servus starten Unterhaltung. Vincent hier, Willi fehlt heute. Ja, man sieht jetzt schon, da fehlen ein paar Produkte, wie der Buckethead, die Cap, die Lederhose. Zur Abwechslung, der gute Mann ist im Urlaub, lässt sich's richtig gut gehen an der Ostsee. Ah, wieder stressige Tage, Wochen und Monate hinter sich gehabt, da muss er jetzt mal die Seele baumeln lassen. Zu Recht, würde ich sagen. Deswegen sitze ich hier heute alleine und ich glaube, ihr habt es am Titel ja schon erahnen können. Ich gucke mir hier heute die neue Kollektion von Maximilian an. MAM Vienna, ich hoffe. Yes, zum ersten Mal richtig. Das ist richtig ausgesprochen, ist auch wirklich schwierig, diese drei Buchstaben ordentlich zu betonen. Und das ist natürlich jetzt die Feuertaufe. Ne? Der liberale Willi ist nicht da, der obligatorische halbe Punkt mehr, der fehlt. Was natürlich dann in der Endwertung auch wehtun wird. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht spielt ihm das ja heute auch in die Karten. Mal schauen. Ich quatsche hier gar nicht so lange rum, weil Monologe halten auch ein bisschen schwierig ist, wenn man hier alleine vor der Kamera sitzt und ich nicht so Kunstpause. Aber macht das sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt bin ich noch begeistert. Mal schauen, wie später wird. Kann, in den Willi dann zu Wort kommt. Deswegen würde ich sagen, starte ich direkt. Ich habe das Paket aufgemacht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, sind nämlich hier diese ziemlich hochwertigen Boxen, wo auch das Erotica-Logo drauf ist. Hier unten drunter steht noch MAM Vienna, auf Sextoy angelehnt. Ich habe mir das ein oder andere Gerät schon auf ice.de bestellt und kann da deswegen auch auf einen ziemlich umfassenden Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und ja, der kleine Schlingel. Ich sagen, das ist hier gut getroffen. Ich weiß nicht, ob der liebe Max da auch schon mal am Shoppen war, aber wenn man das Ding aufmacht, könnte man auch erwarten, dass da jetzt vielleicht so ein kleines Spielzeug drin ist. Dem ist nicht so. Da kommen die Klamotten drin. Das Ganze ist dann eingewickelt hier in so MAM-Papier nochmal und das mit einem Sticker versehen. Und wir hatten hier ganz lieb noch extra Sachen drin. Das eine ist... Dass er da sogar noch drauf eingeht. Eine kleine Widmung, die uns geschrieben wurde. Da stehen nur so Sachen drin, wie das im Rahmenvertrag 5.000 Euro, wir deswegen hier gut bewerten. Also ja. Da war noch mal ein bisschen Bargeld mit drin. Ihr wisst genau, Freunde. Das hat noch ein bisschen Bargeld. Und das wurde da eben noch mit reingepackt. Ganz klar. Übliche sozusagen. Die ganzen Klamotten, die man bekommt, sind hier nochmal mit so einem kleinen Hangtag versehen. Also wirklich, geht auf alles ein. Vielen lieben Dank. Der auch ganz witzig designt ist. Da sind so verschiedene Tabs offen. Das geht los mit der Website von MEM. Dann haben wir hier YouPorn XNXX, Pornhub XHamster und dann nochmal zum Schluss MEM Erotica. Können wir jetzt hier nochmal ein kleines Pornoseiten-Tierlisten-Video draus machen. Den ganzen Spaß spare ich mir, weil wahre Connoisseure von Schmuddelfilmchen wissen auf jeden Fall, was hier die besten Seiten sind. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin ein Fan von XNXX. XNXX over Pornhub, meine Meinung. Ja, finally, würde ich sagen. Kommen wir hier mal zur Kollektion. Wir haben vier T-Shirts, eine Zipjacke, ein Hoodie und eine Denimhose.
Wenn wir uns jetzt hier die Qualität anschauen, kann ich das, glaube ich, im Schnelldurchlauf machen. Das ist ja so das Trademark-Ding von MAM Vienna. Vienna, Alter, wie ich diesen Namen nicht aussprechen kann. MAM Vienna. Dass ja die Qualität wirklich auf einem sehr, 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 sehr hohen Level sein soll. Auch gerne dazu noch den Kanal von Netzadikai abchecken. Kleiderschrank. Netzadikai ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Das ist der, der vor allem berufliche Erfahrung, 10 Jahre Erfahrung oder so mitbringt und die ganzen Produkte für große Firmen, namhafte Firmen macht. Der kennt sich da technisch gesehen am besten aus. Und der hat die Qualität von MAM Vienna mit einer 10 von 10 bewertet und sagt, dass die sogar teilweise besser ist als Magella. Also Freunde, das behaupte nicht nur ich, sondern wirklich auch Experten auf diesem Gebiet. Soll. Ja, das deswegen auch der Preis. Glaubt ihr, der Preis ist da, damit ich mal einen Porsche kaufen kann irgendwann? Spiegelt sich ja dann auch in den Preisen wieder, dazu kommen wir aber später. Tatsächlich ist es auch in dieser Kollektion wieder gelungen, so viel kann ich schon zu sagen. Ich grab mir jetzt hier einfach mal irgendein T-Shirt raus aus der Nummer. Sehr, 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 sehr guter Stoff. Fühlt sich richtig kühl an, auch auf der Haut. Die Haut ist wirklich extrem gut verarbeitet. Die Prints sitzen, die Nähte sitzen alle. Hier ist nochmal so ein kleiner Tag eingenäht. Aus so einem kleinen Seidenstoff. Ich glaube, bei Hunkemöller gibt es so Sachen auch. Ansonsten hier ganz normale Tag noch drin. Das zieht sich bei den T-Shirts durch. Eins von denen ist noch distressed. Ich glaube, das war dieses Ding hier. Wirklich nur sehr fein auch angeteased hier am Kragen, am Ärmel und nochmal. Habt ihr es auch gesehen? Das wird mit einer Schleifmaschine per Hand gemacht. So ein kleines Ding hier vorne auf der Brust drauf. Ich glaube aber, das ist bei jedem T-Shirt anders, weil die Dinger werden ja von Hand distressed. Hoodie haben wir auch, nicht Hoodie, was quatsch ich, Zipjacke haben wir auch. Hier einen kleinen 3D-Pufferprint vorne drauf, dann noch ein Stick. Ein bisschen zerschnudelt, wie man in Österreich sagt. Ansonsten sind hier noch ein Stick oben auf der Kapuze, wurde sich bei Vetements bedient, glaube ich auch. Und ansonsten nicht besonders viel noch mit drauf. Das Ganze ist nicht distressed, aber auch hier wieder sehr, 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 sehr gut verarbeitet. Natürlich, ganz wichtig hier noch zu sagen, ist der typische MAM-Zipper mit der Wäscheklammer und dem Logo und hier unten. Die kann man nämlich in beide Richtungen öffnen. Haben wir hier nochmal wie von so einer Cola-Dose diesen Bippus, mit dem man das aufmacht. Oder Bier. Machen wir eher Bier. Noch unten dran geht also in beide Richtungen auf das gute Stück. Ist French Terry Cotton. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Fühlt sich also auch sehr, 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 sehr gut an. Das Ganze kann man hier eigentlich auch 1:1 auf den Hoodie übertragen. Hier haben wir nochmal eine Brusttasche oder eine Bauchtasche in ein bisschen einer anderen Farbe. Was war das für ein weirder Mittelfinger? Hier haben wir nochmal eine Brusttasche. Oder eine Bauchtasche in ein bisschen einer anderen Färbung. Ansonsten sind hier Prints drauf. Hier steht auch irgendwas auf Russisch. Kyrillisch, ja. Striptease steht hier drauf. Ha? Das hat er im Vorhinein sich sagen lassen. Ich kann Kyrillisch lesen übrigens. Wurde mit einem Lippenstift auf einen Spiegel gezeichnet, by the way. Das ist keine Schriftart. Ich hatte das mal in der Schule und ein paar russische Atzen. Und hier diese Burlesque-Dame in ihrem komischen Kostüm oder whatever das sein soll. Und auf der Kapuze natürlich hier auch oben nochmal der Stick, Tone in Tone in dem Fall, auch French Terry Cotton und stabiles Gewicht. Also auch hier wieder alles absolut top. Und jetzt kommen wir zum einzigen Teil der Kollektion, was ich so ein bisschen schwierig finde, was die Qualität angeht. Ich weiß, okay, hier wurde extrem viel rumexperimentiert mit Chemikalien, mit Waschungen, mit Säuren und irgendwie lauter so Kram. Und muss aber ganz ehrlich gestehen, dass das am Ende, was jetzt hierbei rausgekommen ist, vielleicht einfach ein bisschen zu viel des Guten ist. Wir haben hier eine ganz normale Double Knee Denim, die ist auch sehr gut vernäht. Wir haben hier hinten nochmal das MAM Stitching, auch auf der Gesäßtasche. Dann haben wir hier nochmal so einen Philipp Plein mäßigen Tag hier hinten aus Kunstleder. Da wird er sich freuen, der Philipp. Nicht mal, oder veganes Leder, wie es ja im Marketing-Sprech mittlerweile heißt, mit einem MAM-Metall-Tag dran, den man auch so ein bisschen biegen kann, was auf jeden Fall ganz nice ist. Aber aufgrund von wahrscheinlich extrem vielen Waschungen und whatever ist das Ganze so sehr, also ihr merkt es schon, das ist eine Jeans und die ist ganz schön läbberig und ich mag das nicht. Wenn ich mir eine Jeans kaufe, dann will ich da ein ordentliches Produkt in der Hand halten, ordentliche Denim, die Gas gibt, die durchzieht und das ist hier auf jeden Fall nicht gegeben. Ich glaube, er spricht die Dicke vom Stoff an. Was den Look angeht, da lässt sich drüber streiten, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Ja, ich glaube, dass Dicke kein Zeichen von Qualität bei einem Stoff ist. Das hat aber einen anderen Grund, warum die Jeans etwas dünner ist. Aus dem einfachen Grund, weil wir
uns überlegt haben, wie fällt sie am besten. Wir haben mit dickeren Workwear-Stoffen experimentiert. Das war aber dann alles zu steif. Das hätte mir gut gefallen. Aber wir haben uns für den dünneren, ich habe es jetzt auch gerade an, das ist meine Lieblingsjeans, ich trage die seit Monaten. Also qualitativ kann man sich genau das gleiche, den gleichen Standard wie bei anderen Produkten erwarten. Wir haben aber, ihr seht es jetzt, wenn ich aufstehe, uns für diese Dicke entschieden, aufgrund dessen, wie die Jeans dann fällt. Also die fällt dann einfach auch besser. Wir haben da extra einen etwas dünneren Stoff gewählt, um wirklich diese Passform zusammenzubringen. Aber ihr müsst da keine Sorgen haben, dass die irgendwie reißt oder sonstiges, sondern wie gesagt, die Qualität ist die gleiche wie bei den anderen Produkten auch. Wird auch in Portugal gefertigt. Ich trage die seit Monaten. Also qualitativ würde ich jetzt nicht von der Dicke, weil sie nicht so dick ist wie eine Workwear Jeans, nicht davon ausgehen, dass das irgendwie schlechtere Qualität ist. Deswegen trotzdem wieder natürlich, wie man es gewohnt ist, eine absolut gestörte Qualität. Das ist ja auch wirklich das Trademark. Hier ist absolut alles perfekt, bis auf die Hose. Und ich glaube, das ist auch wirklich einfach eine Geschmackssache. Die wird schon... Voll. Also da muss man sagen, wenn man die Dicke nicht mag, aber ist halt wichtig für den Fall, für die Silhouette der Hose. Dass da, wir haben da mehrere Stoffe ausprobiert. Ihr wisst, ein halbes Jahr hat diese Hose in der Produktion benötigt. Das heißt, die meiste Zeit von allen Produkten. Also wir haben da in dieser Zeit die Zeit schon gut genutzt für verschiedene Experimente. Wenn ich mir den ganzen Spaß hier so angucke, würde ich allein wegen der Hose einen halben Punkt Abzug geben diesmal. Okay. Es tut mir leid. Okay. Es nein, tut überhaupt kein Thema. Leid. Deswegen gibt's hier Vincent mag dickere Stoffe bei Jeans. Auf ist die Qualität. Geschmackssache. Der hat heute nur 4,5 von 5 Punkten von mir. Okay. Kreativität haben wir ja eingeführt, anstatt von Style, glaube ich, war es damals, um hier ein bisschen objektiver an die Sache auch rangehen zu können, obwohl das wahrscheinlich auch immer noch ein großer Anteil Subjektivität ist. Finde ich aber gut, das umzuwandeln. Das ganze Kollektionsthema, finde ich, ist jetzt nicht so bahnbrechend, so diese Neuinterpretation von so Burlesque und diesen ganzen Herrenclubs hatten wir ja auch schon so ein bisschen angeteased bei einer Peso-Kollektion. Das wird jetzt hier ganz... Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ich meine, die den Kanal verfolgen, wissen es, aber die Kollektionsidee entstand im Oktober. Es hat einfach jetzt ewig gedauert, wegen den ganzen Produkten auch, bis wir es soweit hatten. Also für mich war dann selber neu, dass eine Richtung, dass Peso in die Richtung explicit oder obwohl das mehr Stripclub war, ja. Aber erotische Vibes trotzdem mit drin. Ganz normal Coincidence sein, dass sie das beide haben. Hier muss man sagen, der gute Max ist auf jeden Fall noch mal tiefer. Ist auch ein anderer Ansatz und wie er sagt, tiefer. Also Burlesque und Club Rave, eine Verbindung aus beiden ist die Kollektion. Das Thema reingegangen, hat sich da mehr Gedanken drüber gemacht. Das kann man auch alles nachvollziehen, wenn man sich die Videos dazu anschaut. Hat cool, dass er die Videos schaut. Da schon auch noch mal seine eigene Note mit eingebracht, das Ganze versucht noch mal neu zu interpretieren und nicht einfach nur so eine Hommage daran gemacht. Und lebt ja auch in den letzten Tagen auf jeden Fall und Wochen und Monaten ja auch den Lifestyle, ja, gerne mal auf Party, immer schön mit den Frauen unterwegs. Das Ganze ist hier designtechnisch natürlich auch aufgegriffen. Ja, das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Also, keine Ahnung. Wir haben hier sehr ursprüngliche Designs, jetzt mit der guten Dame, dann aber auch schon wieder so ein bisschen neuere Geschichten hier mit dem, was ja schon eher in so eine Misbehave-Ästhetik eigentlich reinfällt. Hier hinten, ja, übrigens. Würde ich auch sagen. Ich denke, das ist eine Kopfschmerztablette, die hier hinten drauf ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder was soll das sein mit dem Warner Bros. Logo und eine ganz komische Form. Aber mit sowas habe ich ja wirklich gar nichts zu tun und weiß deswegen auch nicht, was das sein soll. Kann er ja gerne mal erklären, wenn er sich das Ganze hier anschauen sollte. Und ja, also zu dem Premiere-T-Shirt habe ich eh schon einiges gesagt. Das ist ein After-Hour-Club, der fiktiv ist, natürlich. Ja. Da sind viele Dinge vorgefallen, da waren viele unterschiedliche Klientels unterwegs und ja, wer aufmerksam zuhört, aufmerksam dabei ist, weiß ein bisschen mehr, aber viel mehr möchte ich da jetzt nicht dazu sagen. Und was seine Beziehung zu Kopfschmerztabletten ist, das würde mich auch interessieren, nicht, dass der hier Schabernack treibt, der Gute. Ansonsten fällt der Zip-Sweater hier so ein bisschen raus, finde ich, aus der ganzen Nummer. Klar, wir haben hier das Kollektionslogo hier, den Erotica oder diesen Erot-Schriftzug so ein bisschen auf Ed Hardy angelehnt, was ja auch in letzter Zeit oft gesehen wurde bei dem Mann. Und dann hier im Kontrast ein sehr fetter Stick drauf. Finde ich, ist okay, aber irgendwie, boah,
Weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht unbedingt so gemacht und fällt für mich so ein bisschen aus der Kollektion raus. Der pinke Hoodie, muss ich tatsächlich sagen, ist so vom Design her überhaupt gar nicht mein Ding und dann auf einmal so diese... Das habe ich mir schon fast gedacht, dass er das sagen würde. Kyrillische Schrift, wo ich auch nicht so ganz weiß, okay, warte mal ganz kurz, wir waren jetzt hier bei so 1920er Jahre, 30er Jahre, so Burlesque und so Table Dance Geschichten. Jetzt haben wir hier so eine Dame und auf einmal nochmal kyrillisch. Also ja, kyrillisch war in der Form gar kein Stilmittel, dass man, also war nur als Stilmittel gedacht in der Schriftart, weniger einen russischen Einfluss zu dem Ganzen zu bringen, sondern mehr als Designelement. Also da hakt die Story so ein bisschen für mich, vielleicht gibt es da aber auch einen Grund. Verstehe ich aber absolut den Einwand, was er sagt, ja. Von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet, hat er recht. Und ich bin einfach nur ein bisschen zu stupid. Aber wie gesagt, einfach ein als Designelement. Um das zu verstehen, vielleicht ist es aber auch einfach nur so ein ästhetisches Ding, rein vom Storytelling her, verstehe ich das aber nicht. Und dann kommt hier auf einmal die Jeans, die ja auch, ich würde das jetzt hier einfach an der Stelle mal einblenden, ja so eine Workwear-Jeans eigentlich ist, aufgrund von dem Double Knee. Ja, nein, also Workwear, dann hätten wir Workwear-Stoff verwendet, das ist auch nur ein Design-Element. Mit den Waschungen, ich verstehe schon, hinten ist so dieser Leder-Patch drauf und so, das ist schon alles ganz cool, aber die fällt hier für mich auch so ein bisschen raus. Nichtsdestotrotz, verhältnismäßig eine relativ runde Kollektion und ich finde, man sieht hier auch den Stil von Maximilian, der sich hier durchzieht, auch durch seine Kollektion, natürlich sein Logo, was immer wieder auftaucht, aber auch so, so dieser bisschen Look and Feel, bisschen frechere Prints, immer mal so dieses Distressed, der Schnitt, der mir tatsächlich auch sehr gut reingeht, vor allem bei den super. T-Shirts, bei den Hoodies, finde ich, ist es so medium geil und hier draußen geht eine Alarmanlage an gerade, hört man die? Na ja, machen wir mal ganz kurze Pause hier. Nein! Aber wir machen mal ganz kurz die Werbung überspringen oder lassen uns einfach. Na, geht schon. Perfektes Timing, oder? Machst du das oder was? Hä, was geht denn bei dir? Ah. Heute 19 Uhr, Leute, nicht vergessen. So, wir sind wieder da, nachdem hier das Auto von meinem Kollegen geklaut wurde. Ich habe komplett den Faden verloren, weiß nicht mehr, wo ich war. Egal, ist eine runde Nummer, kann man machen, ist cool auch so mit dem Packaging und den Hangtags, die da noch mit dran sind und so und das ganze Storytelling drumherum. Also auf jeden Fall, ich würde sagen, so eine sehr durchmischte Kollektion, was die Qualität angeht. Auch hier. Die Hose, da ist er kein Fan davon. Ja, also. Haben wir verstanden. Aber wie gesagt, Freunde, wegen Qualität müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Aufgrund der Silhouette haben wir da einen dünneren Stoff, damit es besser fällt. Natürlich, wie immer, das Rad nicht neu erfunden. Es sind aber es ist nicht dünn. Also ich weiß nicht. Ja. Sehr einfache und simple Teile, was wahrscheinlich auch Teil der Markenidentität ist und auch so ein bisschen... Das steht ihm sehr gut, finde ich. ...der Ästhetik von... Das auch. Von Max und dass er das auch so will. Muss ich aber ehrlich sagen, so rein von der Kreativität her haut es mich nicht vom Hocker, deswegen gibt es hier eine 3,5 von 5 von mir. Preis-Leistung und jetzt wird es, glaube ich, haarig hier in der ganzen Nummer. Ich habe mir die Preise eben gerade nochmal angeschaut. Das ist schon wirklich eine ganz schön saftige Nummer. Wir sind hier bei 107 Euro bei den drei T-Shirts, 137 bei dem weißen, 147 oder 157, glaube ich, sogar bei den Knit-Produkten hier und 147 auf die Hose. Man kriegt hier ein hochwertiges Produkt. Man kriegt hier, glaube ich, sogar Bio-Baumwolle, hat er gesagt, auch wenn es in den Text jetzt so nicht drin steht. Aber ich habe ihn nochmal gefragt und er meinte... Ja, da ist uns leider ein Fehler passiert. Wir haben die Texte vor. Ja, das stimmt. Das ist ein... Ja, das ist so, wie wenn du vegane Produkte verkaufst und schreibst aber dann nicht vegan drauf. Das ist nicht sonderlich intelligent. Schlecht für uns, so. Für euch macht es keinen Unterschied, aber ja. Ja, das ist schon Organic Cotton. Ist ja auch ein Verkaufsargument. Ne? Warum das nicht in den Text steht, konnte ich leider noch nicht erfahren. Nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich... Und ich muss dazu sagen, ehrlicherweise, genau der gleiche Fehler ist uns bei den Etiketten passiert. Ich meine, wir machen ja auch die Etiketten so. Habe ich schon weitergeleitet, soll jetzt nicht mehr passieren. Ich sage, es ist schon hart. Made in Portugal, naja, das Auto ist wieder aufgetaucht, ganz offensichtlich, aber ich quatsche jetzt einfach weiter. Der ganze Spaß ist Made in Portugal und ich fände es geil bei den Preisen, wenn man das vielleicht dann sogar echt in die Heimat auslegen könnte, weil das sollte auf jeden Fall machbar sein in der Marge. Ich bin so abgelenkt hier, Alter, was geht hier? Ja, da geht's echt urab. Was die Preise betrifft, Freunde, ihr wisst ja, ihr könnt die allerbeste Qualität erwarten, die im Markt so möglich ist.
Man muss auch dazu sagen, ich bin jetzt kein, so ehrlich muss ich sein, ich bin jetzt kein Justin, der 50.000 Stücke verkauft. Und die Marge ist nicht so hoch, wie viele von euch vielleicht annehmen könnten. Die MEM ist nicht da, um mir irgendwie einen tollen Lifestyle zu ermöglichen. Ihr wisst, ich greife das Firmengeld von MEM nur an, um in MEM zu investieren und nicht um mir irgendwelche Uhren oder sonstiges zu kaufen. Aber die Preise sind einfach notwendig, um diese Produkte liefern zu können und die Marke am Laufen zu halten. Das ist das Thema. Alles ist hier High-End. Die Produkte sind High-End, die Verpackungen sind High-End. Wir haben regionale Produktionen, was die Logistik betrifft und was aber auch die Boxen betrifft. Und Portugal als Standort zu wählen, wir wollen dort produzieren, wo die beste Qualität gemacht wird. Und eine Professionalität, die auch nur dem nahe liegt, was in Portugal passiert, haben wir in Österreich so noch nicht gefunden. Sonst, ihr kennt mich, ich liebe Österreich, ich liebe Wien, wären wir schon dort. Vergleicht das Produkt, und das kann man 1:1 mit Balenciaga oder Louis Vuitton oder sonstigem vergleichen, was da für Margen oder für Preise verlangt werden und vor allem, was dort für Margen gibt, Gewinnmargen. Das ist bei uns einfach anders und einfach nicht möglich. Es ist einfach anders nicht möglich, aber ich glaube, das ist vielen bewusst und im Verhältnismäßig zu anderen Marken, die diese Qualität liefern, sind wir ganz weit unten angesiedelt. Also ich verstehe die Problematik absolut nicht. Man darf uns einfach nicht mit einem Peso 6PM oder was noch für deutsche Marken auf dem Markt gibt, vergleichen. Ja, also für mich persönlich zu teuer. Ich glaube, ich würde mir das für das Geld ehrlich nicht ziehen. Ich finde, da könnte überall noch mal ein 20 runter. Wird seine einfach nicht möglich. De facto einfach nicht möglich. Gründe haben, wir haben es beim letzten Mal auch schon angesprochen, ist mir tatsächlich aber zu teuer, aber nicht so, dass man jetzt abgezogen wird, wenn man sich das holt. Also es wird schon eine Rechtfertigung dafür geben, aber trotzdem für mich leider nur eine 2,5 von 5 hier. Ich kann die Sachen auch nicht verschenken so oder Minus machen damit. Das hat ja auch keinen Sinn. Ich muss ja auch Mitarbeiter und alles bezahlen. Wenn ihr wüsstet, was ich mir bezahle für meine ganze Arbeit. Den Preis scheint aber genug Leute nichts übrigens zu geben, die da Bock drauf haben und das auch bezahlen. Abschließendes Fazit. Ich habe jetzt bei Kreativität schon relativ viel vorgegriffen. Ich finde, es ist im Vergleich zur letzten Kollektion auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Es gefällt mir um einiges besser. Und ich glaube, die letzte war Art Destructeur als die Kollektion, die wir da hatten. Es sind coole Gimmicks dabei hier mit dem T-Shirt, wo hinten nochmal die Nummer draufsteht. Von der Polizei, die ja da war, wo jetzt irgendwie die Nutten sind oder irgendwie sowas. Also oder andersrum, finde ich auf jeden Fall ganz cool. So ein paar Sachen, die wirklich herausstechen und mir sehr gut gefallen. Qualität sitzt wie immer. Aber ich muss sagen, das Produktportfolio ist mir trotzdem immer noch ein bisschen zu lasch. Wir haben noch ein Kurzarm. Ja, Kurzarmhemd gibt's noch. Hemd, das kam irgendwie nicht an bei uns. Und eine Cap. Plus eine Lederhose und Nagellack für Männer, das kam alles bei denen nicht an. Ist sehr im Rahmen, glaube ich, der Produkte, die man sonst auch so bekommt bei den anderen Marken. Ich würde mir hier wirklich mal wünschen, dass der gute Mann mit seiner Qualität auch mal zeigt, dass er das auf andere Produkte übertragen kann. Die Knit-Produkte sind super, beziehungsweise die Baumwollprodukte. Die Lederhose, Buckethead. Hose ist so ein bisschen so, weiß ich nicht so ganz. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn jetzt mal Pufferjacken kommen, mal eine Weste. Ging sich einfach dieses Jahr nicht aus. Oh. Ja, das Ding war nämlich auch schon letztes Jahr geplant. Also für alle, die das schon wo gesehen haben. Aber ja, Freunde. Mal irgendwie ganz andere Sachen. Eine Lederhose sehe ich, ist da in der Mache. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da in Zukunft noch erwartet. Muss aber ehrlich sagen, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, meiner Meinung nach. Ansonsten aber sehr gut gemacht. Und ich komme jetzt hier einfach mal zum Ende. Es nervt mich, Alter. Hier draußen die Alarmanlage geht zum 9. Mal an. Der Olli hat wirklich sein Auto überhaupt nicht im Griff. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, mir selber auch, weil ich mache nämlich jetzt hoffentlich auch gleich Feierabend. Ja, Top-Video. Großes Dankeschön geht raus an Vincent für den Review, Freunde. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, auch euch gefallen die Produkte gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute um 19 Uhr. Ich hoffe, ihr seid am Start und holt euch euer Piece. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und ja,
Alle Infos zu zukünftigen Jacke, die kommt einfach dieses Jahr nicht mehr. Also da braucht es gar nichts schreiben. Sieht leider nicht ausgegangen so. Aber ja, Freunde, das war's von mir, euer Maximilian.